Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück. Minecraft Hardcore-Modus. Ich habe gerade einen Creeper explodieren hören. Habt ihr das auch gehört? Naja. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Eier, die wir mal vermehren können. So. Sand haben wir aus irgendeinem Grund auch noch, aber das brauchen wir erstmal nicht. Ich werde heute gleich mal auf die Suche nach Endermänner gehen. Und dann auf jeden Fall auch den Wald oben abholzen. Das heißt, es wird nicht so viel passieren. Oh, was mache ich denn mit den Eiern? Was für mich bedeutet, ich werde viel schneiden. Das heißt, hier vermehren wir gerade noch die Hühner. Dann gehen wir raus, fällen ein paar Bäume, damit wir eine größere Fläche haben bei uns. Weil wenn wir Enderman suchen, dann sollte da auch entsprechend eine andere Fläche sein. Erstmal brauchen wir dann dafür wieder eine Axt. Wir haben ja genug Eisen, da können wir das uns auch definitiv leisten. Mal schauen, ob wir noch irgendwas anderes bekommen, aber momentan ist es. Ach, das war kein Creeper, es war wieder der Blitz, der immer noch. Ich riskiere es einfach mal. Und fäll die Bäume hier. Weil ich glaube, es ist noch tagsüber. Die Bäume fäll ich einfach nur aus dem Grund, dass wir hier eine größere Fläche haben, um den Enderman zu sehen. Also, ich schneide jetzt mal ein bisschen. Bis später. So, wie ihr seht, war ich recht fleißig. Habe hier die Seite schon so gut wie abgeholzt. Hier ein paar Bäume stehen lassen, aus ästhetischen Gründen. Es ist jetzt auch schon Nacht geworden. Und leider ist die Fläche definitiv noch nicht groß genug, um hier irgendwas zu finden. Jetzt natürlich bei der Wahl des Platzes nicht darauf bedacht, dass wir hier auch Endermänner jagen müssen. Sehr schade. Aber ich holze jetzt hier die Seite auch noch ab. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwo mal einen Enderman sehen. Da ist ein Enderman. Zwei sogar. Wie geil ist das denn? Und gleich einer Perlen. Aber jetzt sind. Uah. Ein Creeper auch noch. Erstmal was essen. Jetzt ist ja auch noch eine Spinne. So, erstmal ein bisschen Platz schaffen. Das war die. Erstmal bist du jetzt dran. Du hast keine Enderperle mehr gegeben. So, dann nehmen wir erstmal die beiden. Eine wurde ja vom blöden. Ach, da ist sie. Hat der Zombie wieder hergegeben. So. Da haben wir doch schon mal drei Enderperlen gefunden. Und dann können wir auch weitermachen mit den Baumfällen. Da ist schon wieder einer. Die Ecke ist, glaube ich, richtig gut. Das ist auch ein Pfeil, nehme ich auch noch mit. Und wieder Enderperlen. Also wenn das nicht nur eine erfolgreiche Nacht ist. Hier sind nur verdammt viele Zombies und so weiter. Müssen wir dann auch mal aufpassen. Aber die Ecke da hinten scheint eine sehr gute zu sein. In einer Nacht jetzt schon drei Enderman da gewesen. Was will man mehr? Oh, hallo Zombie. Wieso hast du eigentlich eine Diamant? Schau auf, wo hast du einen Diamanten gefunden? Ein kleiner Sack. So, machen wir kurz weiter. So, die erste Nacht ist vorbei.
Drei Endermänner getötet. Sechs Enderperlen haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich denke mal so circa 10, 12. Ich will auch nicht zu wenig haben. Die gehen auch mal kaputt bei der Suche des Enderportals. Das heißt, da will ich ein bisschen mehr sammeln, dass ich nicht nochmal machen muss, weil ich habe jetzt auch dieses schöne Schwert. Dann warte ich halt nochmal eine Nacht mehr, kill nochmal zwei Endermen und dann sollte es ungefähr passen. Die Seite haben wir jetzt auch schon einigermaßen abgeholzt. Brauchen wir eh gleich nochmal eine neue Axt, damit wir hier wirklich alles abholzen können. Ich habe das echt unterschätzt, die Arbeit. Aber bisher war es doch wieder eine tolle Folge. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ich baue hier nur ab. Habe auch Pfeile ein paar aufgesammelt. 7 jetzt nur, aber besser als gar nichts. Müssen wir später weniger selbst machen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will jetzt auch nicht ewig verzaubern nach Sachen und ich gehe einfach hin und versuche, den Enderdrachen zu besiegen. Wenn es nicht funktioniert, bin ich halt ein zu schlechter Minecraft-Spieler. Müssen wir dann auch akzeptieren. Die nächste Nacht bricht ein. Ich habe viel abgeholzt. Sehr, sehr viel. Habe ein paar extra noch gemacht zwischendurch. Jetzt haben wir hier schon wirklich viel Fläche. Was ist denn da passiert? Ist da was noch nicht abgebaut? Doch, ist gerade erst frisch abgebaut. Okay. Verschwindet jetzt also nach und nach. Dann schauen wir mal, dass gleich Endermänner kommen. So lange müssen wir dann hier herwandern. Und einfach nur hoffen. Oh, da ist ein Baum, der mir ein bisschen misslungen ist. Kann ja nicht sein, dass er so bleibt. Hier am Strand nochmal welche. Damit wir weiter weggucken können, wenn wir mal hier sind. Nicht, dass wir einen verpassen. Dann gehen wir gleich mal in die Ecke, wo wir so viele gefunden haben eben. Und hoffen, dass da auch einer ist. Hier ist anscheinend keiner. Dann gehen wir da wieder hin. Zombies kommen auch schon. Sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. Da haben wir ein Skelett und... Ah, Creeper. Ah, toll, explodiert. Wo sind denn die Endermänner? Wo hast du deine Freunde gelassen? Blödes Skelett. So, aber doch ab. Aber wenn wir hier keinen Erfolg haben, dann ist das halt so. Und mittlerweile sind ja auch echt zu viele Gegner. Also man muss ja auch aufpassen, dass man hier nicht in solche Löcher fällt. Deswegen schauen wir mal lieber später vorbei. Es sind zu viele Gegner geworden. Damit beenden wir denn auch diese Folge. Und ich sag vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann später wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Runde Minecraft Hardcore. Bis dann. Ciao, ciao.